Song zu Jetzt wird's schräg. Schön, dass Sie dabei sind. Einen lieben Gruß natürlich auch nach Hause zu Ihnen. Ja, Jetzt wird's schräg. Was für eine Show. Ich bringe meine Gäste in unglaubliche und schräge Situationen, aus denen sie sich spontan befreien müssen. Zum Beispiel auch aus dieser hier. Das ist eine Bühne, die haben wir um 22,5 Grad gekippt. 22,5 Grad ist jetzt erstmal wirklich eine ganz angenehme Außentemperatur, aber als Neigungswinkel doch nicht ganz ohne. Das ist relativ anstrengend, wenn man sich hier drin bewegt, aber wenn wir jetzt die Kamera auch noch um 22,5 Grad drehen, dann sieht das auch alles ziemlich dämlich aus, ne? Und es wird sehr lustig. Meine Gäste heute, die sehen diese Bühne gleich zum allerersten Mal. Und zwar jetzt. Hier sind Ruth Moschner, Jochen Wendel, Marek Fiss, Claudel Decker. Hier ist Oliver Bärhenke. Bastian Biedendorfer. Und Luke Mockridge. Bastian, du als Lehrerkind, heute gibt es keine Noten, keine Punkte. Warum bist du hier? Gute Frage, ehrlich gesagt, weil ich schon immer mal Bock hatte, mir alle Knochen zu brechen bei euch wahrscheinlich. Das ist schön. Wir spielen jetzt mit Claudel, mit Jochen und mit Oliver die Rutschpartie. Stellt euch einmal bitte neben mich. Neben mich. Komm ran an mich. Ich komm ran. Achso, Claudel will nicht. Ja, doch. Hast du Angst? Ja. Wir spielen jetzt gleich auf dieser wunderschönen Bühne hinter uns. Die ist um 22,5 Grad gekippt. Und damit ihr noch schräger werdet, habe ich so ein paar Sachen für euch. Hier mal ein paar Stulpen, beziehungsweise so Schweißbänder. Jochen, du bekommst das hier. Und Oliver, auch für dich ein Jäckchen mindestens genauso sexy wie das, was Jochen bekommen hat. Eine Kinderjacke. Claudel, du bist Fitnessstudio-Besitzerin und du erwartest heute zwei Kunden zum Probetraining. Jochen, du bist ein Checker, wie man sehen kann. Du interessierst dich natürlich mehr für die Frauen als jetzt für die Geräte selbst. Und du bist, glaube ich, zum ersten Mal im Fitnessstudio, würde ich sagen. Ach so, okay. Okay, du bist ready. Du darfst einmal über die Treppe in dein Fitnessstudio. Und Jungs, euch würde ich bitten, einmal da in die Umkleide, also hinter die Bühne. Es ist eine funktionale Tür offensichtlich. Claudel, einmal bitte in dein Studio und einmal in dein Büro, bitte. Oh, wie geil. Grüß Gott. Ne, einmal, na, da rein, genau. Und guck mal, da ist eine Tür links. Links ist eine Tür. Wo ist links? Da ist links. Und hinter diese Tür darfst du einmal gehen. Claudel, geh bitte in dein Büro. Claudel, komm aus deinem Büro und wärm dich vor der Stunde mit deinen Probekunden ein bisschen auf. Yeah. Yeah. Jochen, komm aus der Umkleide, eure Probestunde fängt gleich an. Yeah. Nur ich? Jochen. Yeah. Hey, hi. Hi, come on! Come on in! Come on, come on! Let's make aerobic! Come on! Stell deine Tasche bitte erstmal ab! Claudel gefällt dir natürlich sehr gut. Um dich von deiner besten Seite zu zeigen, joggst du ein paar Bahnen auf und ab. Claudel, Jochen gefällt dir natürlich auch gut. Und du stellst fest, auch ihn würdest du nicht von der Bettkante stoßen. Du joggst dich mit ihm zusammen warm. Oliver, komm herein. Oliver, komm bitte rein. Oh mein Gott. Claudel, fühl dich in deinem Flirt gestört.
Fühl dich in deinem Flirt gestört und maul Oliver an, dass er zu spät ist. Zur Strafe gleich ein paar Liegestütz. Du bist zu spät! Los auf den Boden! Liegestütz nochmal sofort! Los! Eins, zwei, los! Drei, vier, fünf! Oliver, das kannst du natürlich auch mit einer Hand, ne? Mit einer Hand! Mit das ist ein großer Applaus wert! Mit gar keiner Hand! Claudel, hol eine Yogamatte für Jochen oben aus dem Büro und hilf ihm dann bei sanften Stretchübungen. Oh. Oliver, Liegestütz! Liegestütz, Leute. Ja, sehr schön. Baby! Und jetzt nochmal mit dem Kopf in die andere Richtung. Oliver, dreh dich einmal. Ja, wir wollen dein Hinterteil sehen. Drehen! Ja, genau so. Oliver? Ja. Oliver, du kannst nicht mehr und möchtest jetzt auch an dem Stretchprogramm mit Claudel teilhaben. Hier, los, trink was! Wow, komm nicht so! Claudel? Ich würde jetzt gerne... Ich würde jetzt... Claudel, halt dir Oliver vom Leib und lass ihn an dem Kletterseil nach oben klettern. Ja, nee, klar. Hier wird nicht getrunken, hier wird nicht getroffen. Arm aus, Kletterseil! Das hängt dich senkrecht. Haben wir gleich. Oh nein. Was machst du da? Claudel, maul Oliver an, dass er sich so blöd auf diesem Seil anstellt und schick ihn. Mich so blöd an. Was denn? Das ist gut. Grauenhaft. Schick ihn aufs Rad. Geh aufs Rad. Ja, eine sehr gute Idee. Sofort. Oh. Jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Ja. Oh oh. Das ist meine Trainerin. Claudel, geh jetzt mit Oliver zur Sprossenwand und lass ihn Klappmesser üben. Dazu machst du natürlich erst die Bürotür zu. Ich hab das Gefühl, das geht immer auf den Dicken hier irgendwie. Ich meinte eigentlich Jochen. Was? Bleib du mal da sitzen. Ja, besser. Ja. Du geh. Claudel. Besser. Wir gehen jetzt zur Sprossenwand. Wo ist denn die? Hinter dir. Ah! Ich glaube, Claudel weiß gar nicht, was eine Sprossenwand ist, aber das macht ja nichts. Was soll ich machen? Schere! Oliver, du bist fix. Oliver. Ich habe eine super Idee. Du stellst dich da hin. Ja, du sprichst einmal durch. Und ich werf die Ringel auf dich. Das nennst du super Idee? Ja. Kann ich Oliver von dieser Scheißpostmann runter? Claudel! Oliver, hier. Du kommst auf die verrückte Idee, die Hula-Hoop-Reifen in den Schrank räumen zu wollen. Da ist der Schrank. In den... Keller mit. Ich räume das mal weg hier, das ist zu viel. Aufräumen! Ja, das ist zu gefährlich. Oliver, ist deine Hose gerissen? Bestimmt. Du solltest den Schrank einräumen, nicht ausräumen. Das tut mir leid, ich bin neu hier. Das ist meine erste Stunde. Hallo? Ich dachte, ich bin nicht beim Schwimmen, aber... Können Sie mich bitte mit der Feuerwehr verbinden? Claudel, du möchtest die Stunde beenden mit deinen berühmten Worten, mit denen du deine Schüler jede Stunde lang erlöst. Unsere wundervolle Sportstunde mit mir, Gala Assistentin, ist vorbei! Ich fühle mich sehr... Wow! Einen großen Applaus für Claudel Decker, Oliver Behenke und Jochen Wendel! Habt ihr großartig gemacht. Ein großer Applaus. Dankeschön. Oliver, Luke und Bastian, wir spielen ABC Story. Nicht oder gut? Was ist das denn?
Du kannst dich schon mal hier hinsetzen. Ich setz mich schon mal hier. Ja, ihr beiden dorthin. Du bist schwitzen. Nämlich der Pate, also ja. der Mafia-Boss. Ja. Ihr seid zwei kleine Ganoven. Ja. Und ihr habt ihm so richtig den Kuh versaut. Eure Aufgabe jetzt, ihr spielt eine Geschichte. Du willst sie natürlich richtig zusammenstauchen, weil sie einfach alles kaputt gemacht haben. Der erste Satz beginnt mit A, der zweite mit B, der dritte mit C. Die Geschichte ist dann zu Ende, wenn ihr mit dem Satz beginnt, der mit welchem Buchstaben anfängt. Völlig überfragt. Solltet ihr Schwierigkeiten haben zu wissen, welcher Buchstabe als nächstes kommt, haben wir hier auf dieser Wand eine kleine Hilfe. Die genau hinter mir ist. Genau. Du kannst dich ja, also bei dir fällt es am meisten auf. Ihr seid bereit? Natürlich. Dann würde ich sagen, ABC Story, wir fangen jetzt an. Also Luigi, Antonio, ich habe euch hier gebeten, weil ich ein schweres Problem mit euch habe. Bitte, bitte, sei ehrlich zu uns, Don. Carlo, es tut uns leid. Wir haben Scheiße gebaut, wir wissen es selber. Aber die Zambrano-Brüder haben uns echt überrascht, Mann. Das ist keine Entschuldigung für euer Verhalten. Ehrlich, wir haben alles versucht. Du hast gesagt, es soll schwarz sein. Wir wussten nicht, dass das Auto schwarz sein soll. Ja, Verhalten ist ein gutes Stichwort. Ah, fuck. Ganz, 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 ganz ehrlich, du warst nie der Hellste, aber dass du ein F für ein V warst. Ich wusste es, dass du schon V-Mann warst, aber F-Mann. Hallo, hallo, er ist so dumm, er ist so dumm. Warum rede ich auf einmal Polnisch? Das ist Albanisch. Ich wollte mich jetzt nur noch mal von uns beiden entschuldigen dafür, dass... Jungs, jetzt ist Ruhe hier! Kacke. Können wir uns nicht entschuldigen? Wir wollen alles tun. Wir gehen auf die Knie. Also, platonisch. Luigi! Luigi! Der war es! Mama hat immer gesagt, aus euch beiden wird nie etwas Vernünftiges. Und jetzt schaut euch an! Nutte ist die Mama! Oma war die Nutte. Ah! Perverser kleiner Schmutzfink, du benutzt die eigene Familie für deine Entschuldigung. Quassel doch nicht rum und gib uns endlich die Füße aus Beton. Richtig. Füße aus Beton, wollte ja sein. Sicher, ihr beiden habt den einen oder anderen Job ganz gut gemacht, aber ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich werde euch ein Angebot machen, das ihr nicht ablehnen könnt. Titten? Titten! Er ist nicht Graf Zahl! Vielleicht solltet ihr beide überlegen, ob ihr in eine andere Branche wechselt. Wahrscheinlich, weil wir sind total dämlich. Xylophonverleih oder sowas. Das wäre doch was Schönes, wo wir uns auch austoben können. Xylophonverleih, viel Spaß mit Y. Yankees suchen immer Xylophonverleih. Vielleicht solltet ihr nach Amerika gehen. Zurück nach Amerika? Ja. Machen wir! Was? Das war eine grandiose ABC-Story. Vielen Dank an Bastian, Luke und Oliver. Immer alles schmeißen. Aber wie war das jetzt so? Hat Spaß gemacht, oder? Es war ein Traum mit euch. Ja, sehr schön. Es macht immer wieder Spaß mit euch. Super! Wir begeben uns ins Land von Speedy Gonzales bei einem Spiel, das heißt Mexiko. Die dürft ihr schon mal aufziehen. Bitte schön. Und das hier ist der Grund dafür. Herzlich willkommen, die Band Viva Mexico. Jetzt hast du keinen Hut bekommen. Das geht schon, das geht. Wir teilen uns den. Ja, ne? Brüderlich. Jetzt schaut euch mal an, was diese vier jungen Herren aus Mexiko mit dem Wort Mexiko anstellen können. Mexiko. Mexiko.
darf stehen bleiben. Die untere Reihe bitte ich kurz, sich hinzusetzen. Ihr sollt nämlich jetzt übernehmen. Komm, Jochen, leider auch mal dem Oliver kurz dahin. Oliver, bitte schön. Sonst kriegt er das nicht so gut hin. Ja. Also, ihr habt gerade gehört, das Lied heißt Mexiko. Das Wort Mexiko wird einmal gesungen und dann wird das I des zweiten Mexiko sehr lange gezogen. Eure Aufgabe ist es jetzt, dieses I so lange auszuhalten wie möglich. Wer keine Luft mehr hat, setzt sich hin. Und derjenige, der am längsten das I aushält, gewinnt diese Runde. Okay. Danach ist die untere Runde dran und dann kommen wir zum großen Finale, in der es diesen großartigen goldenen Kaktus zu gewinnen gibt. Wow, das ist fantastisch. Ihr seid bereit? Dann holt noch mal tief Luft. Und dann sage ich, lieber Mexiko, bitteschön. Singen wir nur das Mexiko? Nee, das I, das I. Mexico, Mexico. Wir machen weiter mit der ersten Reihe. Marek, Jochen und Ruth, bitte einmal aufstehen. Ja. Kann ich ein bisschen Tequila davor haben vielleicht? Oder? Haben wir leider nicht da. Señores, por favor. Mexico. Ich hatte zwischendrin so ein bisschen Angst, dass du den Feueralarm auslöst, aber es hat alles geklappt. Wir gehen ins Finale und ich glaube, das wird sehr spannend. Beide 28 Sekunden. Boah, mal gucken, cool, wer den goldenen Kaktus gewinnt. Kommt mit mir. Sind das eigentlich echte Mexikaner oder Türken im Sombrero? Ihr seid bereit? Ja. Dann würde ich sagen, Fiesta Mexicana, ab geht's. Mexico, Mexico. Großpreis setze ich mich jetzt neben Ruth. Unser nächstes Spiel wird gespielt von Ruth, Marek und Jochen und es heißt Schattenwand. Ja, stell dich doch neben mich. Komm lieber nach hinten.
Ruth und Jochen, ihr geht gleich hinter diese Schattenwand und sollt Filmtitel pantomimisch darstellen. Ja. Marek, du kannst dich dort schon mal hinstellen. Aber ich kenne noch Pornofilme eigentlich. Das kriegen wir auch hin, keine Sorge. Dabei. Ich habe euch noch aus Pappe ein paar Requisiten ausgeschnitten, die dürft ihr benutzen. Geht schon mal hinter die Schattenwand, die zwei Minuten laufen. Habe ich auch 50-50 Joker hier, oder? Nein. Bleibst du bitte da an der Seite stehen? Das ist immer der Deutsche mit Befehl. Die Filmtitel seht ihr immer hier an der Wand. Das heißt, Marek, du darfst dich nicht umdrehen. Nicht umdrehen, okay. Nachher, wenn die Filmtitel an der Wand sind. Ja. Okay. Jetzt sagst du mir was. Ne? Ihr seid bereit? Ja. Die zwei Minuten laufen ab jetzt. Kung Fu Fighting. Es sind Filmtitel, Marek. Bushido, Zeiten ändern dich. Karate Kid. Richtig. Ja! James Bond. Richtig. Ruth, alles klar? Achtung, Matrix. Ja. Oh, Scheiße. Mist. Geil. Daniel Kübelböck, der Zauberer. Warum hast du eine Maske an? Warum liegt da Stroh? Jochen, du stehst zu weit hinten. Man Power sieht dich Rangers. Gar nicht ganz. Oh, Herr der Ringe oder was? Was ist das hier? So ähnlich. Herr der Ringe in der Zukunft. Herr der Ringe in der Zukunft. Star Wars. Natürlich. Richtig. Ja, ja. Oh Gott! Das geht? 8704. Das ist mein Zahlenschloss. Warte mal, eigentlich müsstet ihr das doch umgedreht machen, oder? Warte, kann man einmal mal mit normalen Menschen hier sein? Was ist das? Das passiert mir nicht mehr. Das Bahndreieck auf der Autobahn. Der berühmte Kinoklassiker. Ach so, der berühmte ist... 8 vor 10. Nee, das waren 7. 7. 7. Und was ist Ruth ein? Ruth ist ein Luder. Das waren Schneewittchen und die 7 Zwerge, aber 4 erraten, das ist gar nicht schlecht. Das nächste Spiel stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten und diesmal an Ruth, an Oliver und an Luke, würde ich sagen. Wir spielen Falafel. Falafel? Wir spielen Falafel. Wir spielen Falafel. Falafel. Vielleicht gibt es auch eine leckere Falafel für dich, das weiß ich noch nicht. Ich bin ja mehr so 3D, muss man sagen, also Flachfilm. Ja, das ist jetzt 2D. Hm? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, denn ihr dreht einen Film im Liegen. Okay. Sturm am Kaiser-Wilhelm-Ring wird dieser Film heißen. Ruth, du bist eine... Frau? Frau, auch das. Hey, du bist eine hochbegabte, Kunstturnerin, auch natürlich. Das sehe ich in dir. Luke, du bist noch ein unbekannter Mann. Ein noch unbekannter Mann. Du bist ein noch unbekannter Mann, genau. Und Oliver, du bist natürlich ein Superheld. Ich habe ein tolles Cape für dich, das kannst du dir auch schon umwerfen. Komm. Gut, als Kunstturnerin würde ich dich bitten, schon mal auf den Kaiser-Wilhelm-Ring zu gehen. Moment. Wo soll ich hin? Hast du irgendeine Idee? Naja, als Superheld kommst du wahrscheinlich irgendwie von oben. Du kannst aber sicherlich fliegen. Natürlich. Macht euch erstmal bereit. Ich gebe euch die Anweisung. Und wenn ihr euch angezogen habt, dann geht's auch gleich los. Okay, heute bei Jetzt wird's schräg. Sturm am Kaiser-Wilhelm-Ring. Niemand ahnt Böses, als die berühmte Kunstturnerin Helena Popova auf den Bus wartet. Du vertreibst dir die Zeit mit einem Handstand. Oh, Scheiße! Und läufst auf den Händen hin und her. Nur zum Spaß machst du den Sprung, mit dem du 1980 Olympiasiegerin wurdest. Den vierfachen Popova. Ja. Yeah.
Natürlich stehst du diesen Sprung auch auf den Händen. Scheiße. Moment. Oh, ist das stürmisch. Niemand weiß, wer der unbekannte Mann ist, der sich ebenfalls auf den Händen nähert. Ich sehe nichts. Und Popova die Hand zur Begrüßung reicht. Hallo. Ich bin ein noch unbekannter Mann. Hallo. Schnell. Schönen guten Tag. Kann mich nicht mehr halten. Und er stellt sich vor und sagt... Ich bin's. Wer bist du? Ich bin ein Australier, deswegen stehe ich auf dem Kopf. Ich komme hier nicht klar in Deutschland. Doch alles, was er sagt, ist gelogen. In Wirklichkeit ist es der fürchterliche Peter Petersen. Und er hasst Kunstturnen. Ich hasse Kunstturnen. Du packst Helena Popova und kletterst mit ihr die Fassade hoch. Und Helena Popova, du hast fürchterliche Höhenangst. Hat dir jemand schon mal gesagt, dass wenn du mit den Füßen läufst, schneller bist? Doch dann kommt Superheld Oliver Man, der an den Häuserfassaden entlang fliegen kann. Oliver Man! Oliver! Du bist ein Held, der Kunstturnen liebt und Helena Popova aus den Fängen des Schurken befreit. Scheiße, du bist es, Fat Man! Das ist nicht Helena, du Vollidiot! Rette mich! Oh, oh Gott! Komm, das Gefühl! Meine Superkräfte haben die Deko zerstört. Wir fliegen weiter, mein Schatz. Egal. Der fiese Peter Petersen will sich mit einem Salto retten, wird aber mitten im Salto aus dem Bild geweht. Ich? Peter Petersen, du bist Helena Popova. Du bist durch. Ein Salto. War das der Salto? Der Superheld Oliver Man nimmt die Kunstturnerin auf die Arme und fliegt mit ihr in den Sonnenuntergang. Und er fragt nicht, wo der Sonnenuntergang ist. Der geschmeidigste Superheld der Welt. Vielen Dank an Oliver, an Luke und an Ruth Moschner. Oliver, man. Also Oliver, du warst ja wohl jetzt echt am kürzesten im Spiel und bist am geschwitztesten, oder was? Der Anflug, das war schwierig. Wir hatten Seitenwinde und alles. Das war schwierig. Aber hier, du als Kunstturnerin, gut, finde ich, Traum, du hast dich gut geschlagen. Ja, hast du das wirklich noch nie gemacht? Eine Figur gemacht. Fand ich auch. Kunstturnen im Liegen sollte vielleicht eingeführt werden. Ja, Olympia. Sehr aufregend. Ja. Luke, Marek, Oliver und Claudel kommen mit, wir spielen Dunkelkammer. Hier drin ist ein ganz normales Wohnzimmer. Naja, also fast normal, denn es ist stockfinster da drin. Okay. Stromrechnung nicht bezahlt. Genau. Ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal da rein und, ja, und zeige Ihnen zu Hause mal, wie das aussieht. Denn wir haben natürlich Kameras drin, mit Nachtsichtgeräten ausgestattet. Ich habe auch eins. Und dann gucken wir uns das mal so an. Und ich schließe ab. Wir dürfen nicht hier erst noch warten. Okay, gut. So, hier haben wir so eine Art Schleuse. Hier kommen unsere Gäste als erstes rein, damit von außen auch kein Licht reinfällt. Hier sehen Sie also schon mal einen Kameramann. Hier sehen Sie was anderes, was ich jetzt nicht ansprechen werde. Oh nein. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine Überraschung eingebaut. Da ist der nächste Kameramann. Ja, also ich will mich hier drin nicht ohne Nachtsichtgerät bewegen, aber meine Gäste werden es gleich tun. Also gehen wir wieder raus. Ja, gar nicht so leicht hier drin. Oh! Hast du doch nicht abgeschlossen. Claudel und Oliver, ihr könnt schon mal in den ersten Raum gehen. Ja. Das könnt ihr mitnehmen, ihr kommt gerade von der Arbeit. Aha. Ihr seid ein Paar, das ist euer Wohnzimmer. Ja. Wir kommen von der Arbeit. Überraschung. Wir haben wollt ihr noch eure Jacken anziehen, bitte? Natürlich. Weil ihr habt natürlich seriöse Jobs. Natürlich. Ja, natürlich. Klar. Natürlich. Boom. Und einen großen Applaus für Claudel und Oliver. Schatz, was für ein anstrengender Tag. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Zeit. Ja, ihr kommt nach Hause, ihr seid fix und fertig von der Arbeit. Was ist das denn? Hast du wieder nicht aufgeräumt, bevor wir gegangen sind? Ich hab tausendmal gesagt, das sind Pfandflaschen, die kosten viel Geld. Schatz, ich mein... Steh hier aufs Regal.
Da ist eine Spinne. Und da soll das... Ah, da ist eine Spinne, mach sie weg! Wo? Da! Wo? In der Ecke! In welcher Ecke? Die Tür! Ich geh... Hier? Ich glaube, ich hab sie erwischt, Schatz. Schatz, du machst immer so viel Unordnung. Aber ich hab die Spinne erwischt. Wir müssen erst ein bisschen... Ah! Da ist die Spinne wieder! Das gibt's sogar... Da ist die Spinne! Ah! 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 Warum lass dich nicht hauen, du Vollpfosten? Ich hab die Spinne erwischt. Ihr seid fix und fertig und möchtet euch eigentlich nur noch schlafen legen. Oh, ja. Zieht eure Sachen aus und legt euch ins Bett. Okay, ja, sehr schöne Idee. So, jetzt bin, wir eine Pause haben erstmal. Ich bin aber ganz gar nach dem Tag. Auch. Da, das ist... War wieder so. Zieht eure Sachen aus und legt euch aufs Sofa. Ach. Ja, aufs Sofa. Sofa, ja. Geh du zuerst aufs Sofa, ich komme dann nach. Aufs Sofa. Ah! Was denn? Nix. Hast du das Sofa... Nein. So, hier die Jacke erstmal an den Kleider. Marek und Luke, ihr könnt schon mal durch die erste Tür. Vergesst euren, Beutel nicht, bitte. Bist du auf dem Sofa? Nein, ich bin... Schatz, ich komme zu dir aufs Sofa. So. Willst du einen Lapdance machen? Ein was? Nein, ich wollte eigentlich nur mit dir... Wir müssen... Wo ist denn das Sofa, verdammt? Das habe ich doch letztens... Hast du schon wieder umgeräumt? Hast du schon wieder umgeräumt? Ja, Schatz, du weißt doch, ich habe doch den Aufräumtick. So, warte, ich glaube, ich habe das Sofa jetzt so gut wie gar nicht gefunden. Wo Oliver, du musst in die andere Richtung, in die andere Richtung. Claudel ist eigentlich schon fast da. Claudel ist da? Nee, hier ist kein Sofa. Claudel ist am Sofa. So, jetzt. Schatz, hier. Ja, ich hab es. Komm. Recht schmales Sofa. Komm. Nee, du kriegst eine kleine Massage. Oh, ja. Von der Mutti. Erzähl mir von deiner Mutti. Du sollst mich nicht immer anspucken, wenn du redest. Ich bin noch gar nicht da, Schatz. Was immer er spuckt, ich bin's nicht. Komm her. Ja, ich komm her schon. Mach dir bequem. Legt euch aufs Sofa und schlaft ein. Ja, so, wo ist denn das? Ich dachte, komm hier. Ja, ich komme. So, ich bin da. Oh, das wird aber knapp, ne? Schatzi, es geht. Marek und Bastian. Löffelchen geht immer. Ihr seid eingeschlafen jetzt, ne? Marek und Luke, ihr dürft jetzt durch die zweite Tür gehen. Ihr seid zwei miese kleine Einbrecher und habt euch diese Wohnung für euren heutigen Beutezug ausgeguckt. Ich beschwere mich bei Sat.1. Der Pole muss wieder den Einbrecher spielen. Geht in die Wohnung und klaut alles, was euch wertvoll erscheint. Die Bilder von den Wänden, die Kerzenleuchter vom Tisch. Ich höre Geräusche, Schatz. Geh mal nach, guck mal nach. Entschuldigung. Hier, sage mal, hier liegt da ist niemand. Claudel und Oliver, ihr schlaft immer noch tief und fest. Die haben Kohle hier, komm mal. Kohle? Die war beim Dschungel. Spasio. Packt alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, Wodka, Wodka. Marek, pack alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich hab jetzt Stuhlgang. Ah, irgendwann hab ich gerade Angst gehört. Die hören uns nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Die schlafen, du. Wir müssen ganz leise sein. Jetzt sieht aus wie bei mir zu Hause. Sei doch mal leise. Halt die Fresse, wir wollen ja stehlen. Claudel, du wachst vom Läuten des Telefons auf. Geh ran. Ah, Telefon. Wow, vorher gemerkt. Marek, versteck dich in deiner großen Tasche. Wie heiße ich denn? Claudel? Ja. Geh ran, verdammt. Geh mal ans Telefon, bitte. Ja, ich will das Telefon, du hattest wieder Es ist vorne an der Tür. Es ist vorne an... Hallo? Ja, Telefon vorne an die Tür gestellt, Maus. Hallo, hier ist Claudel. Das dauert ja, und das ist immer so schreit beim Falsch verbunden, tut mir leid. Oh, ja, scheiße. Ärger dich und leg dich wieder hin. Mensch. So ein Vollpfosten, wenn ich hier aus dem... Ja, guck mal, 25 Cent. Ja. Ja. Oh! Warte, warte! Oh! Psch. Oh ja! Sind das Liebeskugeln, oder? Schatz! Da oben ist irgendwo... Da hat mich jemand aus dem Bett geklingelt. Oliver? Hier, ja! Du musst aufs Klo und wachst auf. Ja. Ich muss wirklich mal, du kennst das, meine Blasenschwäche. Ich muss dringend mal... Oh. So ein Mist. Mäuschen, wo haben wir unser Klo noch mal hingebaut damals? Ich höre hier ständig... So. Das ist doch nicht das Klo hier. Das ist neben der Dusche. Die Dusche. Da steht jemand, Alter. Ich hab's. Neben dem Waschbecken. Ich hab's, warte. Ich glaube, ich hab's. Ich steh hier. Das ist kein Klo. Ich frage mich wirklich, wir hatten doch ein Klo, Maus. Wir sind doch nicht in eine Wohnung ohne Klo gezogen, oder nicht? Ich schiff jetzt einfach hier in die Ecke, wenn es recht ist, Maus. Weil das ist, ich muss ja loswerden. Oliver! Hier!
Du bemerkst die Diebe, wähle 110 und versuche dann die Schurken in Schach zu halten. Nimm dir dazu irgendwas als Waffe. Sicher! 110! Wir wurden entdeckt, Marek! Warte! Oh. Marek und Lucht, versucht zu fliehen. Nehmt im Vorbeilaufen noch eure Taschen und den kompletten Tisch mit. Mama, Mama, komm aus dem Schrank. Was ist denn hier los? Ja, da ist er. Was denn? Ich hab ihn im Sack! Ich hab die Tasse! Da, von der! Da, hier, komm her! Da, ich hab ihn, ich kreis ihn ein! Da. Ah, oh, oh! Sieh zu, dass du da rauskommst, du! Der Boden ist hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab einen! Ich hab einen! Ja, meine Damen und Herren, die mutigen Eheleute Claudel und Oliver und nach einem reichen Beutezug Marek Fiss und Luke der Gefangene. Vielen Dank für dieses schöne Spiel Dunkelkammer. Kommt raus! Aber wenn das deine ganze Beute war, ist kein Wunder, dass du jetzt emigriert bist. Das ist ja. Aber schön, dass er nur die Pfandflaschen eingepackt hat. Da kaufe ich mir jetzt ein Eis gleich. Da kaufe ich mir jetzt ein Eis gleich. Aber Marek, das Wort, was ich dir jetzt vorgeben werde, und ich habe mir was kleines Homoerotisches ausgedacht, deshalb nehmen wir Bastian noch dazu. Oh nein. Das kennst du. Kommt einmal zu mir, wir spielen Body Stabieren. Darum nehmen wir Bastian noch dazu, finde ich schön. Ne? Ja. Ist das von Waldorfschule übernommen? Oder? Ja. Je nachdem. Okay. Ich glaube eher nicht. Okay. Aber Marek, euer Wort, mal gucken, ob du es kennst, Döner. Oh Gott. Das einzige Problem, ne? Ihr habt eben ein Ö zu bilden. Wir schreiben es nicht mit OE. Das wüsste, glaube ich, Marek auch gar nicht, dass ein Ö auch ein OE ist. Also ihr schreibt es schön mit Ö. Ja. Okay. Viel Spaß. Ja. Komm, du machst den Strich, ich mach das. Wir machen das D erstmal. Jetzt kommen Löffelchen hier. Ich bin katholisch. Marek, komm. Gerade, gerade. Gib mir dein... Nein, nein, komm her. So? Ist das D? Find's aber ganz schön. Wie ist für dich? Ja. Ist wie Physiotherapie hier. Nee, was machen wir denn da? Das ist euer D? Ist das? Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Mach gerade, gerade, gerade. Mein Gott, pass auf, Junge. So. So. Und so. Okay. Jetzt? Pass auf, pass auf, warte mal. Wir können eigentlich über... Pass auf. Mike, gehst du schon? Nee, das sind die Punkte fürs Ö. Ah, gut. Ich dachte schon, du willst deine Schuhe ausziehen. Diese Alternative gefällt mir besser. So, gerade, gerade. So. Das ist ein N. Das ist ein N. Das hatte mehr was von dem Herzen. Das nehme ich euch wieder weg. Ja. Ein N. Danke. Ein N. Boah, ist das wie geht denn... Warte, N so? Und du legst dich da. Und dann machst du die Füßchen hier so. Die Füßchen. Die Füßchen. Ist kein ja, ja, ist okay. Gerade, gerade. Ja, ihr macht das immer ein bisschen spiegelverkehrt. Das ist spiegelverkehrt. Okay. Ja, kann also man eigentlich geht der... Das ist ein polnisches N. Ja? Dann lassen wir es gelten, Marek, wenn du das sagst. Gut. Jetzt ein E. Ein E? Komm, ja, pass auf. Ja, leg die so hin. Oh. Macht man das so bei euch? Süß, ganz süß. Und das R. Das R. Warte, das mach du mal, mach mal wieder gerade hin. Leg dich mal wieder gerade. Gerade hin? Andere Seite, du. Aber es ist wie Physiotherapie. Bisschen mehr in die Mitte vielleicht, das wäre ganz schön. Mehr in die. Ich kenne das von. Ich kenne das von leicht transportieren. Jetzt so. So, gerade. Ich kann noch kein R erkennen. Ja. Oh, ganz süß. Alright, Marek. Und Bastian, kommt zu mir. Wir schauen uns mal euren wunderschönen Döner an. Ich hoffe, meine Mutter guckt das nicht. Ja. Döner! Komm zu mir. Döner. Ich find's nicht schlecht. Seid ihr zufrieden? Ja. Geht so. Das eine sieht nach Staatsballett aus in der Mitte. Ja. Aber ich finde, das E ist schön. Das war sehr sanft von dir. Das E ist wunderschön. Hat sich's auch gut angefühlt? Ja. Wir sind jetzt auch zusammen. Ja. Ja, ja, dann nehmt doch wieder zusammen Platz. Einen großen Applaus für Bastian und Marek. Marek, ja.
Das ist tatsächlich nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, oder? Nee. Döner essen ist leichter, auf jeden Fall. Ja. Was war jetzt die Schwierigkeit für dich? Aber du wusstest schon, wie man es schreibt. Das ist eine Rechtschreibschwäche. Ja. Ich habe viele Talente eben nicht. Ne? Ja. Und das hat man ja gesehen. Naja, komm, aber ich meine, du hast mir natürlich gleich wieder das Glas und eine Karte geklaut. Also da konntest du deine Talente dann wieder ein bisschen ausleben. Ich habe dir auch das, ich hab dir das Wasser auch umgefüllt vorher. Ne? Das ist jetzt was anderes. Ne? Ah ja? Bisschen Wodka. Diese Sendung heißt Jetzt wird's schräg und das nicht ohne Grund. Ruth, Marek, Bastian und Luke sind meine Opfer. Wir spielen Rutschpartie. Ihr seid Moderatoren in einem Teleshopping-Kanal und habt dort eine Sendung, die heißt Gym TV. Gut, ich habe eine schöne rosane Jacke für dich. Oh, einmal für schön. Dich. Eine niegelnagelneue Jacke. Dann habe ich hier einmal was für Marek, einmal was für Bastian. Du bekommst nichts, denn gestern war eure 100. Sendung. Ihr habt ziemlich gefeiert, seid alle total verkatert und du bist sogar in eurem Studio eingeschlafen. Okay. Ja, das heißt, du schläfst noch und ihr dürft bitte einmal da hinten hin. Nee, das passt nicht. Ich bleibe so. Wir können auch tauschen. Ich sterbe schon beim Anziehen. Ich ziehe die Hose an und die, du das Oberteil. Ich sehe ein bisschen aus wie so eine Leberwurst. Wunderschön. Ein Traum. Oh. Warte. Geh dir bitte einmal hinten vor das Studio. Ja, einmal hinten ist gut in dem Aufzug. Ja. Ich fühle mich wie das Zäpfchen von Papa Schlumpf. Und ich schlaf schon, ne, Jochen? Du schläfst, genau. Ja, Ja, wo willst du dich hinlegen? Vielleicht Ruth und Marek, ihr kommt ins Studio, auch euch brummt der Schädel, aber gleich müsst ihr auf Sendung gehen. Hey, Scheiße, kommt doch rein! Boah, ist mir schlecht! Marek. Immer diese deutsche Weicheier hier. Ich bin Ludmila Kamerova, ich bin 26-fache bulgarische Kugelstoßerin. Achtung, es geht los, ihr moderiert die Sendung an. In 5, 4, 3, 2, 1 und bitte. Hey Leute, seid ihr auch so crazy drauf wie wir? Hey, hallo und herzlich willkommen zu unserem Fitnessprogramm. Wow, heute mit unserer wunderbaren Gästin, Olga Ludmila Kurilova. Hey, Luke, hey. Du bist auch so gut drauf wie wir heute. Absolut. Kann mir mal jemand eine Pistole geben? Ruth und Marek, zum Warm-up erklärt ihr als erstes ein paar Partnerübungen. Ja, komm her, du Luder. Wir freuen uns, euch heute unsere Geschlechterkampfübungen zu zeigen. Halt mal die Flasche. Wunderbar. Ich sehe, du bist Rechtsträger. So, wir nehmen uns jetzt an den Händen. An den Händen. Da sind die Hände, komm. Du Schwein! Davon jetzt 25 Wiederholungen und ihr seid in 9 Monaten schwanger. Luke, hol oben aus dem Lager das erste Trainingsgerät. Es ist Zeit für unser erstes Trainingsgerät. Seid ihr genauso crazy drauf wie wir? What the fuck? Auf geht's, Leute! Luke, das ist nicht das Lager. Wie soll denn da ein Trainingsgerät reinpassen? Kannst du mir das mal sagen? Da ist mir wohl ein kleines Malheur passiert. Ich brauche mal kurz eure Hilfe. Das erste Trainingsgerät ist auch Mama? Schon hier. Ah, das ist mein... Oh, Scheiße. Das ist der App Cruncher. Das ist mein Lieblingsgerät. Baby, ich komme. Luke, preist euer neues Highlight-Gerät an, den Bauchex 3.0 und zeigt, wie man ihn benutzt. Das hier ist der Bauchex 3.0 und Marek zeigt man, wie uns den benutzt. So. Das war die berühmt-berüchtigte Wurfswendung. Wenn man den so benutzt, dann sieht man so aus wie ich. Marek und Luke, holt die beiden großen Gymnastikbälle von oben und zeigt, warum man die unbedingt kaufen sollte. Hey Marek! Ah, fangen kannst du schon mal, ne? Du, ein Ball! Das sind die großen Gymnastikbälle!
Was kosten die denn? Diese Gymnastikbälle kosten 27.000 Euro. Das ist ja unglaublich günstig. Absolut. Kaufen Sie einen zweiten da drin. Da drin befindet sich noch Peter Maffay. Aber er wird jetzt befreit. Peter. Was kann man denn damit alles machen? Entschuldigung, ich bin nur drin. Marek. Was kann man damit machen? Man kann Torwartschießen machen. Und dahinter ist eine Torwand. Oh! Ihr müsst in die Werbung moderieren in 5, 4, 3, 2, 1. Ruth! Hallo, wir freuen uns, Sie gleich wiederzusehen, denn jetzt machen wir erstmal eine kleine Reklamepause. Wir freuen uns. Gleich. Tschüss! Marek, du hast eine super Idee. Ja, wie immer. Du holst oben was aus dem Lager, bitte. Aus dem Lager? Ja. Du holst was aus dem Lager, du machst die Tür hinter dir zu und dann bleibst du erstmal im Lager, ne? Ach so. Bastian, du kommst zu spät, den gibt's ja auch noch. Bastian, du kommst zu spät und hast keine Ahnung, wer und vor allem wo du bist. Hey, mich gibt's ja auch noch. Ich hab das Gefühl, du hast keine Ahnung, wer oder wo du bist. Da hast du allerdings recht. Aber es fühlt sich gut an. Hallo, wo bin ich denn hier überhaupt? Sie sind hier bei Jim TV. Ach so. Absolut. Bastian, geil, du bist der Meinung, dass ein schnelles Konterbier eine gute Idee ist? Es wäre jetzt gut, ein schnelles Konterbier zu trinken. Ich bräuchte dringend eins. Ja, hol aber die nur Becher aus dem Regalschränkchen, wobei, glaube ich. Ich guck mal nach, wo dein Konterbier ist. Ich nehme auch einen Energy-Drink. Such dir einen aus! Ich glaube, ich nehme das hier. Aber wo ist das Bier? Ich guck mal im Lager, ob wir Bier haben. Oh Gott. Oh, ist aber lecker. Oh. Willst du auch noch was? Oh nee, lass mich. Ganz. Okay, versteck ganz schnell die Drinks. Marek, versteck du ganz schnell das Bier. Wir sind wieder auf Sendung. Oh. In 5. Was? 4, 3, 2, 1. Und bitte. Hallo und hi. Willkommen zurück zu Güm TV mit uns Pappnasen. Klaus Stockstock. Ludmila Kamerova. Luke, hol den Stepper aus dem Wandschrank und präsentiere den richtigen Umgang damit. Okay, es ist an der Zeit, den Stepper aus dem Wandschrank zu holen. Ich glaube auch. Ich präsentiere ihn jetzt den richtigen Umgang damit. Scheiße. Mein Schatz. Das darf keiner sehen. Oh, scheiße. Haha, das ging ja fix. Und unser Versuchskaninchen, Bastian, wird jetzt mal präsentieren, wie das mit dem Stepper so funktioniert. Ich probiere das wohl mal aus. Ich glaube, das Ding ist hochwertig. Verdammte Axt! Der Stepper. Nur 23.000 Euro. Die Sendung ist um. Luke, bitte moderier die Show ab. Hey Leute, was ein crazy Spaß mit euch. Das war Jim TV. Riesenapplaus nochmal für Marek Fisch. War super. Guten Master. Bastian Wielendörfer. Und wir verschwinden jetzt hier. Und vielen Dank natürlich auch an Luke Mockwitz. Das war die Rutschpartie. Außerdem bedanke ich mich bei meinen Gästen Claudel Deckert, Oliver Behenke und Jochen Wendel. Das war's für heute bei Jetzt wird's schräg. Ich freue mich schon auf unsere nächste Party. Machen Sie es gut, einen schönen Abend noch. Ciao.